Ah, hallo. Willkommen. Ich bin Dr. Ian Malcolm. Sie haben vielleicht schon von mir gehört, oder zumindest sollten Sie von mir gehört haben, jetzt, da Sie hier sind. Vor Ihnen befinden sich die Inseln, die Sie verwalten sollen, falls Sie das können. Die 5 Tode. Wären es bloß 5 geblieben. Okay, dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Isla Matanceros. Relativ stabil. Ja, hier können Sie erste Erfahrungen sammeln. Und das sollten Sie auch. Denn in den kalten Gewässern lauern große, wütende und hungrige Dinge. Und Sie sollten vorbereitet sein, bevor Sie sich dort hineinwagen. Okay, gut. Also, ich bin Cabot Finch, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Krisenmanagement und hier, um zu helfen. Beginnen Sie, indem Sie ein Hammond-Entwicklungslabor errichten. Darf ich vielleicht vorher nochmal Hallo sagen? Wir haben bereits ein Gehege für Sie in Angriff genommen. Ey. Sie sollten es einfach an die Seite anbauen. Aber Vorsicht vor den Dinos! Scherz, aber trotzdem Vorsicht. Darf ich jetzt? Dann sage ich, hey und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Let's Play hier bei mir. Wir spielen ab heute Jurassic World Evolution. Let's Play, Let's Test. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil das Spiel macht einen heiden Spaß. Ich habe schon mal ein bisschen angespielt, um zu gucken, ob es läuft, ob es flüssig läuft. Und es läuft sehr, sehr gut. Ja, um was geht's hier? Es geht hier um, wie der Name schon sagt, um Jurassic World. Wir sind hier auf einer der Inseln von den 5 Toten und müssen hier einen Jurassic Park bauen. Mit allen Vor-, Nach- und Teilen und Widrigkeiten und alles, was dazukommt. Und werden hier fleißig von den Kollegen aus Film und Fernsehen unterstützt. Und deswegen, ich kann euch noch nicht sagen, wie viele Folgen ich hier aufnehmen werde, weil das macht verdammt viel Spaß und hier vergisst man ganz schön schnell die Zeit. Ja, und ich würde sagen, wir stürzen uns auch gleich rein, weil hier dieser Affenkopf, der hier eben hier oben rumgegeistert ist. Warte mal, ich schiebe mal meine Kamera noch ein Stückchen weiter runter, damit man die dann auch sieht, wenn die was labern. Ich glaube, hier sitze ich ganz gut. Hier sollte ich ganz gut sitzen. Gut. Alles klar. Dann legen wir los. Wir sollen hier ein Hammond Center bauen. Wir gucken uns erstmal hier ein bisschen um, bevor wir hier irgendwas machen, glaube ich. Also, wir haben hier eine Insel, hoppala, die dann doch relativ groß wirkt. Mit Wasserfällen, mit allem drum und dran. Aber wenn man dann mal anfängt zu bauen, wird die Insel auf einmal ganz schön klein. Und ich finde, wir sollten das erste Gehege auch so nutzen, wie es ist. Dann, aber die nächsten werde ich definitiv kleiner machen. Wir haben hier auch schon ein paar Gebäude, so für den Anfang. Hier kommen wohl die Gäste, die Zuschauer durch den Eingang. Wir können mal ein bisschen reinzoomen, damit wir das besser sehen. Auch hier reingefahren mit dem Zug, steigen dann hier aus und betreten dann hier den Park. Wie gesagt, ein paar Gebäude haben wir schon. Wir können gerade mal drüber gucken. Wir haben hier... Nein, können wir nicht. Die wollen erst, dass wir das Ding bauen. Gut, dann machen wir das alles nach und nach. Schön. Also, wir sollen jetzt hier ein Hammond-Entwicklungslabor bauen. Das Hammond-Entwicklungslabor ermöglicht das Ausbrüten, das Modifizieren und das Freilassen der Dinosaurier in den Park. kann direkt an Gehegezäune angeschlossen werden. So, und das machen wir auch. Es ist am Anfang das Tutorial, das heißt, wir müssen das hier in das Ding setzen. Ich würde sagen, wir setzen es auch schön mitten rein. Zack. Konzentrieren wir uns auf den Grund ihrer Anwesenheit. Eine zukünftige Dinosaurieranlage auf den Inseln, die auf Spanisch Las Cinco Muertes, die 5 Tode, heißen. So, während er sich seines Lebens freut. Achso, wir müssen warten. Okay, ich wollte schon wieder, war schon wieder vor. Logischerweise muss es an das bereits bestehende Wege- und Stromnetz angeschlossen werden. Gut, das machen wir auch direkt. Wir nehmen uns einen Weg. Billiger Weg, schmal. Setzen den hier dran. Ich weiß gar nicht, kann man irgendwie auch Kurven bauen, gerade kurvig umschalten. Ach ja, wie cool. Dann können wir den ja so ein bisschen so machen, würde ich sagen, oder? Jetzt sieht schöner kommt die wahre Prüfung. Das Ausbrüten eines Dinosauriers. Sie beginnen mit einem Struthiomimus. Wählen Sie das Entwicklungslabor aus und entscheiden Sie sich für eine Brutstätte. Es sind genug Genomdaten für Ihren ersten lebensfähigen Dinosaurier vorhanden. Gut. Werden wir so tun. Und ich glaube, jetzt können wir uns auch erstmal umschauen. Also, wie gesagt, wir haben hier den Eingangsbereich. Dann haben wir hier... Nein, es geht immer noch nicht. Ich fasse es nicht. Okay. Beenden wir erstmal das Tutorial. Wir sollen einen Dinosaurier ausbrüten. Das heißt, wir müssen hier in die Hammond-Entwicklungsstation, ins Entwicklungslabor gehen. Im Brutkasten ist noch nichts drin. Da machen wir jetzt was rein. Dann haben wir hier die Auswahl... zu den Dinosauriern. Die hell aufleuchtenden Dinosaurier sind in der brütungsfähigen Entwicklungsstufe, kann man so sagen. Wir haben genug Genomdaten gefunden, um so einen Dinosaurier dann auch zu züchten. Hier die dunklen, der Ceratosaurus, der Edmontosaurus und der Triceratops, die sind noch nicht so weit. Die liegen unter 50%. Ich glaube, 60% braucht man, um genau zu sein. Aber hier der Struthiomimus, der ist gut. Das heißt, wir wählen den aus und drücken hier unten auf Ausbrüten. Zu allem anderen hier kommen wir später dann noch. Der Ehrgeizigen, Ausgestorbenes zum Leben erwecken, mit Naturgesetzen jonglieren. Was soll da schiefgehen? Ja, genau. Kommen Sie, Doktor! Wir haben durch unsere Jurassic-Unternehmungen so viel erfahren und seit dem letzten Mal noch mehr in sie investiert. Ja, Mr. Finch, ja, das letzte Mal. Es gibt immer ein letztes Mal und ein nächstes Mal. So, während die zwei sich hier gestritten haben, haben wir hier einen Dinosaurier ausgebrütet und können den jetzt freilassen. Viel Spaß. Es beginnt. Der kostbarste Moment. Das Ergebnis von unberechenbaren Aktionen und Reaktionen, Versuchen und Fehlschlägen, genetischen Mutationen und unvorhersehbaren Kombinationen. Chaos. All das ergibt am Ende ein lebendes, atmendes, denkendes Wesen. Und jetzt übernehmen wir, Sie, diesen Vorgang. Gut gemacht, schätze ich. So, gut, dann ich blende mich bei so Aktionen dann immer aus, dann habt ihr mehr von. Ein Dinosaurier auf dem Bild langt. So, wir können den jetzt hier mit der feststehenden Kamera noch ein bisschen beobachten, was er macht, aber ich gehe mal in die freistehende Kamera. Und siehe da, er stromert hier durch die Gegend. In der Hammond-Stiftung geht es um 3 Dinge. Sicherheit, Unterhaltung und Wissenschaft. Ich habe die verschiedenen Abteilungsleiter schon gedrängt, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Sie werden Anregungen und Gelegenheiten zur Arbeit in deren Team anbieten. Wählen Sie einen ihrer Aufträge aus. So können Sie Ihre Anlage entwickeln. Unterhaltung ist immer gut, oder? Top. Hi. Bauen und verbinden Sie ein Expeditionszentrum und versorgen es mit Strom. Ich leite die Unterhaltungsabteilung. Was bringt die weltgrößte Show, wenn sie niemand sieht? Antworten Sie nicht, das war eine rhetorische Frage. mit einer eindeutigen Antwort. Wir brauchen mehr Besucher im Park. Schaffen Sie mehr Leute in die Anlagen. Mehr Besucher bedeuten mehr Einnahmen, Spannung und Möglichkeiten. So, also wir sollen ein Expeditionszentrum bauen mit Stromversorgung etc. Alles, was dafür notwendig ist, das machen wir gleich. Wir gucken uns jetzt aber erst... Aufträge können im Kontrollraum von den Abteilungsleitern angefordert werden. Schließen Sie sie ab und erhöhen Sie Ihren Ruf und Ihre Einnahmen, um Ihren Park zu vergrößern. Wir schauen uns aber erstmal hier unseren kleinen Dino-Freund an. Was ist? So, den können wir natürlich auch anklicken. Warte mal. Bleib stehen, bleib stehen! Hä, wie geht denn hier? Wieso kann ich den hier nicht anklicken? Das von oben machen? Nee. Nein, weil wir wieder was Bestimmtes bauen müssen und jetzt kann ich nichts anderes machen. Arg. Gut, okay. Dann bauen wir erstmal das Entwicklungszentrum. Wo bauen wir das hin am besten? Eine große Auswahl habe ich ja hier jetzt noch nicht. Ich würde sagen, das hier haben wir das Expeditionszentrum. Besorgen Sie Dinosaurier, Fossilien und Bernstein, indem Sie Grabungsteams in die weite Welt schicken. So. Wir können das jetzt hier irgendwo hinbauen. Oder hier. Hier ist so ein guter Fleck. Da ist es auch schon direkt mit Strom versorgt. Noch ein bisschen drehen hier. So. Das ist so ein bisschen vom Weg weg. Ein bisschen schief vielleicht. Oh, muss ja nicht alles kerzengerade sein. Eins noch. Ihr Ruf. Haben Sie ein Auge drauf, okay? Wenn Sie innerhalb Ihrer Abteilung einen guten Ruf haben, können Sie eher von ihr profitieren. Finanziell meine ich. Aber wie im echten Leben ist das Ganze ein Balanceakt. Jede Abteilung verlangt Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie diese nicht bekommen, nehmen Sie es schnell persönlich. So, gut. Jetzt sag ich wieder, ja? Einen Weg müssen wir anschließen und wenn wir hier auf die Stromverteiler klicken könnten, um Spannungswerke... Tada! Die Unterhaltungsabteilung ist sich ihres Erfolgs bewusst. Wenn sich ihr Ruf dort verbessert, wird man sie dadurch auch mit anspruchsvolleren Aufgaben betrauen. Wenn wir hier draufklicken, sehen wir, Kraftwerke versorgen ihre Insel mit Strom. Die Umspannwerke leiten Strom zu... Ich bin Owen Grady. Meine Freunde nennen mich Owen. Eigentlich nennen mich alle so. Ich habe Dinge gesehen, über die ich nicht sprechen will, aber ich fühle mich den Dinos verpflichtet. Raptoren im Speziellen. Vor allem Blue und ich haben eine besondere Verbindung. So wie Claire und ich. Aber weniger kompliziert. Umspannwerke leiten... Strom ist etwas, das wir bei unseren Operationen nicht einfach ignorieren können. Ohne Strom sind wir antriebslos. Umspannwerke leiten Strom zu umliegenden Gebäuden. Darauf wollte ich hinaus. Stellen Sie sicher, dass die Umspannwerke durch Masten mit den Kraftwerken verbunden sind. So, und wie wir jetzt hier sehen, hier ist ein Umspannwerk. Und das liegt hier im... Der Einzugsbereich ist hier dieser grüne... Alter, jetzt... Die bringen mich ganz durcheinander hier. Grüne Kringel. Und es liegt da mittendrin und schon ist alles prima. Alles tutti. Hey, Isaac hier. Wie geht's? Ich hätte da eine coole Sache, bei der Sie dabei sein sollten. Darum weise ich Sie darauf hin. Seien Sie auf der Gewinnerseite. Meiner Seite. Mhm. Wir sollen jetzt 50% eines Genoms beschaffen, und zwar das von dem Ceratosaurus. Ceratosaurus war, glaube ich, ein Fleischfresser, oder? Guti, wir gucken mal. Wir starten jetzt einfach mal die Mission. Wir haben hier wieder ein bisschen mehr freie Hand. Und ich glaube, jetzt können wir ein bisschen... Mir geht es um die Show. Und mit diesen Dinosauriern haben wir eine, die es auf der Welt kein zweites Mal gibt. Den Park sollen Leute anlocken. Was ist attraktiver als neue Dinos? Außer mir selbst natürlich. Gut. Was ich damit sagen will... Magazinieren wir doch ein paar frische Dinos auf. Wir gucken uns hier jetzt ein bisschen um. Wir haben hier ein Forschungszentrum. Es steht auch immer schön der Stromverbrauch dabei, weil... Jetzt schüttelt es hier wieder aus Kübeln. Weil ganz wichtig, das hier ist unser Kraftwerk. Das ist ein kleines Kraftwerk, gibt es dann wahrscheinlich auch noch später eine Nummer größer. Und das produziert einen Strom von 60 und wir haben momentan einen ungenutzten Strom, auch immer sehr wichtig, von 18. Das heißt, wir können noch Gebäude bauen oder Sachen bauen, die 18 Strom verbrauchen und dann müssten wir gucken, dass wir ein neues Kraftwerk bauen oder wie auch immer. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier ein Fossilienzentrum. Wir können auch mal draufklicken. Im Fossilienzentrum können Sie DNA aus Bernstein und Fossilien extrahieren, um neue Dinosauriergenome zu erschaffen. Aufregend. Ja, ja, er hat es ja gerade schon gesagt. Wir können hier aus Fossilien die Genome rausholen. Brauchbare Genome können wir dann weiterentwickeln etc. und damit Dinos züchten sozusagen. Und ja, das ist nebensächlich. Gibt noch ein paar Sachen wie Silber oder Radium, keine Ahnung. Oder kleinere Fossilien, die wir nicht gebrauchen können, können wir aber zu Geld machen. Das passt auch immer ganz gut. So, dann würde ich sagen, wir haben hier eine Aufgabe gekriegt. Und dann gehen wir auch direkt mal hier ins Expeditionszentrum und gucken uns um. Ein Expeditionszentrum ermöglicht es Ihnen, Grabungsteams weltweit nach neuen Dinofossilien suchen zu lassen. Aus diesen Fossilien kann DNA extrahiert werden, die unsere Wissenschaftler dann in lebende Dinos verwandeln. Und um die geht es hier schließlich. Ja, er hat schon alles gesagt. Ich brauche hier gar nichts mehr erklären. Gut, weiter. So, und dann gehen wir hier auch direkt mal auf die Expeditionskarte. Hier haben wir eine Karte von ja, der ganzen Welt eigentlich, wie ihr seht. Australien, Neuseeland, Japan, Afrika, Südamerika, Amerika. Wir sind irgendwo hier, hier irgendwo, so, da so. Hier so, oder? Hier, da so, da müssten wir sein. Und wir können jetzt hier die Punkte anklicken. Das sind jetzt gelbe Punkte, die sind neu. Deswegen sind sie gelb. Später werden sie dann so blau-grau. Dann können wir aber trotzdem immer noch dahin zu den hier Schlössern. Ist ganz klar, das Schloss ist zu. Also können wir da noch nicht hin. Wird dann im Laufe des Spiels freigeschaltet. So. Wir brauchen den Ceratosaurus. Also müssen wir jetzt uns hier eine Stelle suchen, wo wir hier zum Beispiel Fossilien vom Ceratosaurus finden. Und dann starten wir da die Expedition. Ich drücke jetzt mal ganz schnell die Escape-Taste, damit ihr seht, wie der Hubschrauber abhebt. Ihr erstes Expeditionsteam ist unterwegs. Was immer es findet, bringt es zur Extraktion ins Fossilien-Zentrum. Fliegt. Tschüss, kleiner Hubi. So, jetzt müssen wir kurz warten, bis der wiederkommt. Das wird einen Moment dauern. Der Job ist wirklich einfach. Erschaffen Sie Dinos, die Besucher in die Anlage locken. Das bringt uns Kapital, das es uns ermöglicht, mehr Forschung zu betreiben, bessere Anlagen zu bauen und mehr Dinos zu erschaffen. Und genau darum geht es. Ein ewiger Kreislauf von Leben, Entwicklung und Rohstoff. Natur und Kommerz. Ganz einfach, oder? Ganz einfach. Super einfach. Machen hier so komische Geräusche. Kam hier gerade eine Bahn? Okay. Das mit dem Heli, das dauert dann immer, je nachdem wo er hinfliegt, ein paar Minuten. Jetzt haben wir ihn nicht so weit weggeschickt, das heißt, er müsste eigentlich auch gleich wiederkommen. Schauen wir mal.